Es ist dann doch eine ganze Menge passiert am heutigen Börsentag. Zumindest können die Kurse kräftig steigen. Der deutsche Aktienindex legt zu um 68 Zähler oder 1% auf genau 7.100 Punkte in diesem Augenblick. Damit hatten nicht viele Derivateanleger gerechnet. Sie hatten doch eher mit Put-Optionsscheinen und Short-Zertifikaten heute am Vormittag noch darauf gesetzt, dass sich der DAX der Marke von 7.000 Punkten von oben wieder ein Stückchen annähern werde. So wie das gestern geschehen ist. Heute passiert es aber nicht und deswegen muss man jetzt schnell aus diesen Produkten raus, so sagen sich viele Marktteilnehmer zumindest, um hier keine größeren Verluste zu erleiden. Aber die Anleger setzen sich auch hier schon seit geraumer Zeit immer wieder enge Stop-Loss-Orders in den Markt, setzen sich enge Stoppgrenzen, wenn sie hier mit Hebelprodukten agieren. Der Euro kann ebenfalls deutlich zulegen auf aktuell 1,2480 $, hat sich also deutlich auch über die Marke von 1,24 bewegen können. Auch hier hatte man heute eher antizyklisch mit Puts und Short-Zertifikaten auf fallende Notierungen gesetzt. Also auch das ist heute nicht ganz so gut gelaufen an dieser Stelle. Ja, die Hoffnungen sind groß auf unterstützende Maßnahmen der Europäischen Zentralbank zum Beispiel, um kriselnden Euro-Ländern zu retten. Und jetzt gibt es Medienberichte, dass die Europäische Zentralbank gemeinsam mit dem Euro-Rettungsschirm agieren könnte, um die steigenden Refinanzierungskosten der kriselnden Staaten zu deckeln. Das könnte eine mögliche Idee einer Maßnahme sein. Mal sehen, ob es dann tatsächlich auch so bestätigt wird. Aber die Spekulationen laufen in diese Richtung. Und ein wichtiger Seismograf für Nachrichten hinsichtlich der europäischen Staatsschuldenkrise sind dann auch die Bankaktien. Und immer wenn gute Nachrichten kommen, können diese steigen. Und zuletzt haben sie ja eigentlich eher leiden müssen. Deswegen fällt der Anstieg heute besonders deutlich aus. Gerade bei der Deutschen Bank, die mit Abstand stärkster Gewinner im deutschen Aktienindex ist, aktuell mit einem Aufschlag von 5,1% auf 27,69 Euro. Bei den Ölpreisen ist auch eine Menge Bewegung drin. Ein Fass der Sorte WTI zur Auslieferung im Oktober kostet 97,50 $, 1,24 $ mehr als gestern. Und der entsprechende Future der Sorte Brent liegt jetzt bei 115,15 $, 1,45 $ höher als gestern. Ja, der Konflikt in Syrien scheint sich auch zu verschärfen. Barack Obama drohte mit einem Militäreinsatz, falls dort im Bürgerkrieg chemische oder biologische Waffen eingesetzt werden sollen. Syrien schießt jetzt verbal zumindest erstmal zurück und warnt die Vereinigten Staaten vor einem militärischen Eingriff, weil dies den Bürgerkrieg dann über die Landesgrenzen hinaustragen würde. Also hier spitzt sich die Lage zu. Nach wie vor passiert eben da eine ganze Menge. Außerdem gibt es noch den Iran-Konflikt und eine Verknappung des augenblicklichen Angebots aus der Nordsee, weil dort einige Ölfelder gewartet werden müssen. Anleger hier an der Börse Stuttgart setzen auch heute auf weiter steigende Ölnotierungen und wollen sich damit möglicherweise auch gegen steigende Benzinpreise absichern.